Aber ganz ehrlich, wenn die Börse 38% im Minus ist, wissen sie nicht, ob der Markt wieder hochgeht. Und es fühlt sich zu dem Zeitpunkt auch ganz anders an. Und die Realität ist halt oft, wer oben nicht verkauft, verkauft unten. Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, da ein Risikomanagement oder eine Strategie zu haben. Und darüber hinaus ist es ja so, wenn wir uns die letzten 10 oder 15 Jahre anschauen, klar haben sich die Märkte immer wieder erholt, aber nicht alle Sektoren. Also wenn Sie 2008 Bankaktien hatten und haben die letzten 13 Jahre behalten, da wäre es gut gewesen, Sie hätten Risikomanagement gehabt. Liebe Freunde der World of Value, herzlich willkommen zu einer neuen Impulsausgabe hier aus Frankfurt am Main. Ja, ich sitze hier zusammen mit dem Chef der Vermögensverwaltung Plutos, ganz in der Nähe von der Europäischen Zentralbank, mit Kai Heinrich. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Haben wir die letzten Jahre eine fantastische Rendite hingelegt. Wir haben uns da gerade drüber unterhalten. Wir werden da gleich vielleicht nochmal so den einen oder anderen Trick auch von Ihnen nochmal erzählt bekommen. Aber die Europäische Zentralbank, die lässt mich natürlich nicht in Ruhe. Und jetzt haben wir natürlich letzte Woche nochmal die Ansage bekommen, dass dieser Strafzins oder Negativzins jetzt auf Sicht von den nächsten 3 Jahren noch weiterhin aufrechterhalten wird. Und dass jetzt selbst Banken wie eine ING DiBa diesen Negativzins von 0,5% an die Kunden auf Spareinlagen weitergibt. Das ist doch für Sie im Grunde genommen der beste Marketingpartner, den Sie überhaupt haben können, die EZB. So traurig das auch ist, oder? Gut, tatsächlich, Sie haben die EZB angesprochen. Die ist mit Sicherheit dafür verantwortlich, dass viele Asset Manager gute Ergebnisse in den letzten Jahren haben konnten. Weil wenn man bei der EZB, wohlgemerkt seit der Finanzkrise, nicht so gehandelt hätte, wie man gehandelt hat, ich glaube, hätten wir an den Börsen ganz andere Stände und auch eine ganz andere Situation. Und diese Verstärkung, sagen wir mal, in den letzten Monaten, man kann eigentlich sagen, seit dem Corona-Crash, wenn man das so nennen möchte, hat natürlich dazu geführt, dass unglaublich viele Gelder in den Markt gespült worden sind. Und nach den letzten Äußerungen der EZB kann man auch durchaus davon ausgehen, dass sich das auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Und die Banken sind ja tatsächlich an der Stelle ja eher Leidtragende von dem Thema. Weil die haben die Kosten gegenüber der EZB, wenn die ihre Einlagen dort halten. Und die beginnen halt jetzt, das an die Privatkunden weiterzugeben. Ja. Und es ist so, wie Sie sagen, das ist an sich für einen Vermögensverwalter, Asset Manager, auf der einen Seite eine schwierige Situation, weil das Anlegen sich ganz anders darstellt wie vor 10 oder vor 15 Jahren. Auf der anderen Seite aber auch eine Steilvorlage, weil die Investoren, Kunden müssen irgendwo hin mit dem Geld. Ja, man fragt sich ja ohnehin, weshalb die Banken da die letzten Jahre so ruhig geblieben sind. Das ganze Geschäftsmodell der Banken ist de facto mit diesem Negativzins nicht mehr vorhanden. Jetzt hat von der ING DiBa, ich glaube, der Chef mal gesagt, das geht so nicht, was die EZB da macht, das ist katastrophal. Aber im Großen und Ganzen muss man doch sagen, ist doch relativ erstaunlich, wie ruhig die Banken bleiben. Und wahrscheinlich Sie sehen natürlich auch sehr, sehr viele Kunden, die jetzt mittlerweile sagen, also wenn ich da so meine Volksbank oder meine Sparkasse anschaue, also das kann ja wirklich so nicht weitergehen. Und wo Sie wahrscheinlich dann auch der Nutznießer sind von dieser Entwicklung. Also ich glaube, also ich meine, ich kann nur mutmaßen, ich glaube, dass man nicht absehen konnte oder wollte, dass diese Entwicklung immer so weitergeht. Also ich kann mich entsinnen, 2012, da hatten wir tatsächlich nicht so eine gute Performance im Verhältnis zu den letzten Jahren. Und warum hatten wir das nicht? Weil für uns war es unvorstellbar, whatever it takes, was Draghi gemacht hat zu dem Zeitpunkt, weil wir und ich glaube viele andere Marktteilnehmer auch der naiven Auffassung waren, wir haben Verträge geschlossen und an die hält man sich. Und wir sind aber, glaube ich, schon lange davon weg, dass man sich an die Rahmenbedingungen, die Verträge hält. Wenn die nicht passen, werden die geändert. Und das hat wahrscheinlich auch zu einer verzögernden Umsetzung oder Reagieren seitens der Banken geführt. Und der Corona-Crash und die damit verbundene Entwicklung ist einfach ein Brandbeschleuniger für ganz, ganz viele Themen. Und die Banken haben sehr lange die Negativzinsen ausgehalten, aber müssen sie jetzt weitergeben. Ja. Und wenn man jetzt mal so sieht, wir haben ungefähr 40% der Banken jetzt in Deutschland, also zwischen 35% und 40%, die schon Negativzinsen haben, mit unterschiedlichen Freibeträgen natürlich an der jeweiligen Stelle. Ja, 350 habe ich mal gelesen, ne? Die mittlerweile Negativzinsen. Richtig, also es gab jetzt mal so eine Statistik, die hatte ich auch gelesen. Ja. Nur das ist ja permanent steigend. Und die Volksbank und Sparkasse, Sie haben das angesprochen,
Die leiden natürlich noch mehr darunter wie eine klassische Privatbank, weil deren Geschäftsmodell war ja auch sehr klar auf das Thema Zinsmarge in den vergangenen 50 Jahren, 60 Jahren ausgerichtet. Und also da würde ich sogar die Banken ein Stück in Schutz nehmen wollen. Die müssen es weitergeben an die Kunden. Und die Frage ist halt, wie der Kunde bzw. der Investor halt damit in den nächsten Jahren umgeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da eine Veränderung sehen, kurz bis mittelfristig. Ja, jetzt kommt die Zange ja von zwei Seiten. Auf der einen Seite, klar, dieser Strafzins, minus 0,5%, der weitergegeben wird. Und gleichzeitig gibt die EZB das Ziel aber aus, auch die Zielinflation, die bisher ja so bis um bei 2% war, jetzt zu sagen, nein, unsere Zielinflation ist jetzt 2% plus. Da liegen wir aktuell schon. Wenn wir in die USA schauen, sind wir schon bei 5% Inflation. Wenn wir uns mal die einzelnen Preisentwicklungen anschauen von den einzelnen Assetklassen, sind wir eigentlich schon viel, viel weiter darüber hinaus. Auch bei Konsumgüterpreisen, bei Rohstoffpreisen sind wir ja schon lange im zweistelligen Bereich. Und da ist es natürlich unheimlich schwierig, auch für Sie als Vermögensverwalter, da überhaupt noch eine reale Rendite rauszuholen. Ja, weil das ist ja 2% und dann ja, geht es ja eigentlich erst los mit realer Rendite. Und das ist, glaube ich, die Kunst aktuell. Mhm. Und das ist Ihr täglich Brot, Ihr Handwerk. Wie gehen Sie da vor aktuell? Ich meine, die letzten Jahre waren wirklich fantastisch. Naja, also in der Rückschau waren die letzten Jahre natürlich fantastisch. Ich weiß, dass ich mich zwischendrin gar nicht so fantastisch gefühlt habe. Okay. Also ich muss nur letztes Jahr an Februar denken. Und es gab ja ganz viele verschiedene Mini-Crashs vorher auch. Ja. Der viertes Quartal 18, wie die FED mal versucht hat, die Zügel anzuziehen, um mal ein Beispiel zu nennen, neben dem Corona-Crash. Es ist halt so, dass wir im Grunde seit 2004 ungefähr keine reale Verzinsung mehr haben, sondern seitdem ist die Verzinsung negativ, die reale. Was das Thema Inflation angeht, Sie haben es kurz ausgeführt, also die 2%, das ist die offizielle Inflationsrate, da würde ich jetzt einfach mal ein bisschen süffisant sagen, die kann man glauben oder auch nicht. Jeder, der hier im schönen Frankfurt eine Wohnung mietet und einkaufen geht, der wird wahrscheinlich feststellen, dass die Inflationsrate höher ist. Ja. Es hat sich ja sogar schon der Satz der gefühlten Inflationsrate durchgesetzt, was ich irgendwie spannend finde. Also entweder wir haben eine Inflationsrate und wie gefühlte Temperatur draußen. Also Fakt ist, der Warenkorb, der ist in den letzten Jahren diverseste Male verändert worden. In den USA gibt es ja eine schöne Seite, ich glaube, Shadow-Statistik heißen die, die es verfolgen. Sehr, sehr zu empfehlen, die Seite übrigens. Bin ich auch öfters mal dran. Also, dass, wenn man sich das mal anschaut, wie sich das so verändert hat, dann sieht man natürlich, dass, sagen wir mal, hier wird nicht mit offenen Karten gespielt, was das Thema angeht. Für uns als Vermögensverwalter ist halt so ein bisschen das Thema, dass wir, also wie tickt der klassische Kunde? Die meisten Kunden, die man früher so hatte, die wollten ein gemischtes Portfolio, die wollten ein paar festverzinsliche Papiere, die wollten ein paar Aktien und das Ganze mit einer entsprechenden niedrigen Schwankung am liebsten. Was aber schon ein großer Schritt ist für jemanden, der bisher nur Festgeld hatte. Das stimmt. Für so jemand ist das eine andere Welt, die er betritt. Ja. Jetzt haben wir aber die Situation, dass die Kunden, die das Geschäft vorher schon gemacht haben, um eine reale Rendite zu erzielen, in Anführungsstrichen in ein Risiko oder in eine Schwankung gezwungen werden, wo sie nicht rein wollen. Genau. Und die das Geld noch auf dem Tagesgeld oder Festgeld, also beziehungsweise gibt es ja keinen Zins mehr, im Negativzins liegen haben, langsam in Richtung Aktien gebracht werden. Und das heißt, aufgrund der Politik, der Notenbankpolitik, müssen die Leute in der Form anlegen, wo sie sich im Zweifel nicht wohlfühlen. Unabhängig davon, dass die Aktie als Anlage oder Sachwerte über die letzten 50 Jahre sowieso das beste Investment waren. Aber es geht ja darum, welche Kenntnisse haben die Leute, wie fühlen die sich dabei? Und so kommen immer mehr Anleger, in Anführungsstrichen, in der jetzigen Situation aus der Not an den Aktienmarkt. Und wir haben von 2% Inflation gesprochen. Ich meine, da kommen noch die Steuern dazu. Da hat man es dem Anleger in den letzten 20 Jahren auch immer schwerer gemacht. Es kommen diverse Kosten natürlich auch dazu. Und so wird es schon ziemlich hart eigentlich, eine wirkliche, reale Rendite zu erwirtschaften. Und bei uns ist es zwischenzeitlich so, dass wir deutlich aktienlastiger sind, wie wir das früher waren. Und eine Anleiheposition für uns eigentlich nur eine Form ist, Negativzinsen zu vermeiden, sprich Liquiditätsmanagement zu betreiben. Und das Geld nicht auf dem Konto stehen zu haben. Ja. Lass uns da mal genauer hinschauen. Also gerade die letzten beiden Jahre waren ja ausgesprochen gut. Was waren da so die Renditetreiber bei Ihnen in den letzten beiden Jahren? Haben Sie da viel getradet oder haben Sie da ganz gezielt auf gewisse Assetklassen gesetzt?
wo sie gesagt haben, deren Stunde ist jetzt gekommen und die dann zur Performance beigetragen haben? Also wir sind sozusagen von unserer DNA her Trendinvestoren. Und wir sind keine Trader. Wir suchen mittelfristig, langfristig stabile Trends und daran investieren wir. Und der Kestorf, der bei uns den Blue das Multichance managt, der macht das jetzt seit, ich glaube, 40 Jahren. Der sozusagen auch derjenige, der die DNA da gelegt hat, was die Strategie angeht. Ja, ja. Und wir haben im letzten Jahr den Vorteil gehabt, dass wir technische Signale bekommen haben, wo Trends gebrochen sind im Rahmen des Corona-Crashs, was bei uns dann Stop-Loss-Verkäufe ausgelöst hat. Also sprich, wir haben Sicherheitsmarken, wenn Aktien oder Märkte da runterfallen, reduzieren wir die Aktienquote. Ja. Und, übrigens, das auch was für jeden, der jetzt zuhört, da sollte auch jeder, der privat investiert, mit Stop-Loss sollte man auf jeden Fall arbeiten. Ganz, ganz wichtiges Thema. Das war jetzt nur mal eine Randbemerkung. Ja, ist absolut richtig und wichtig, weil das Thema Risikomanagement ist an sich gerade in so einem verrückten Jahr wie 2020 entscheidend. Ja. Weil, ich meine, es gibt dann viele, mit denen unterhält man sich und sagt, ja, wenn man gar nichts gemacht hätte, der Markt ist wieder hochgegangen. Aber ganz ehrlich, wenn die Börse 38% im Minus ist, wissen sie nicht, ob der Markt wieder hochgeht. Und es fühlt sich zu dem Zeitpunkt auch ganz anders an. Ja. Und die Realität ist halt oft, wer oben nicht verkauft, verkauft unten. Ja. Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, da ein Risikomanagement oder eine Strategie zu haben. Und darüber hinaus ist es ja so, wenn wir uns die letzten 10 oder 15 Jahre anschauen, klar haben sich die Märkte immer wieder erholt, aber nicht alle Sektoren. Also wenn Sie 2008 Bankaktien hatten und haben die letzten 13 Jahre behalten, dann wäre es gut gewesen, Sie hätten Risikomanagement gehabt. Bei anderen Aktien war das anders. Aber zurück zur Frage. Ja. Also für uns war das Thema, wir sind über unser Risikomanagement relativ stark in Liquidität gewesen, wie der Markt runtergegangen ist. Und mit dem Beginn der Aufwärtsbewegung hatte sich für uns herauskristallisiert, dass die Technologieaktien trendstark waren. Das bedeutet, sie haben eine relative Stärke gegenüber den Indizes ausgebildet, sprich sind stärker gestiegen. Und das war für uns dann das Zeichen, dass das die ersten Werte sind, wo wir rein investieren müssen. Ja. Und das passte dann auch zum Umfeld. Ne? Wir reden jetzt so vom Sommer 2020 ungefähr. Genau, also wir reden jetzt tatsächlich, ich würde mal sagen, zwischen Mai und Juli ungefähr. Genau. Und das war für uns ein ganz wichtiger Trigger für das Ergebnis im letzten Jahr. Ja. Allerdings gehört auch dazu, dass wir dann zwischendrin, weil es gab ja eine größere Sektorrotation an der Börse, und zwar zu einem Zeitpunkt im Herbst, wie es mit der Impfthematik losging, dass wir da dann auch entsprechende Umpositionierung vorgenommen haben. Und von daher würde ich sagen, unser Rezept war, wir waren flexibel. Also Technologie, da rechtzeitig auf diesen Trend aufgesprungen. Welche anderen Asset-Klassen haben da noch beigetragen ich glaube, im Jahr 2020, das war ja eine Performance von über 20%, ne, bei dem Portfolio. Genau, also in unserem Flaggschiff-Fonds sozusagen waren wir 29% im Plus. Ja, genau. Und ein Treiber war das aktive Management, muss man hier tatsächlich sagen, also das Liquiditäts- oder Risikomanagement. Ja. Das zweite Thema waren Technologieaktien und wir sind auch immer investiert in einer gewissen Grundstruktur in Gold und auch in Goldminen. Und wie viel Prozent halten Sie da? Gut, das schwankt, je nach den Trends, muss man sagen, weil wir zwar davon überzeugt sind, dass man langfristig Gold haben sollte, muss. Wir aber natürlich trotzdem darauf achten, wenn es da Veränderungen in der Markttechnik gibt. Und wir hatten letztes Jahr so eine Gewichtung, die war im Mittel so irgendwo zwischen 10% und 15%, in der Spitze vielleicht nochmal 20. Aktuell sind wir ein bisschen niedriger gewichtet, weil wir vor einigen Wochen hier zumindest kurzfristig Verkaufssignale gesehen haben, was nichts an unserer Überzeugung mittel- oder langfristig ändert. Aber unsere Investoren, zumindest manche von ihnen, messen uns halt auch an der Jahresperformance. Und deswegen, klar, wir schauen auf langfristige Trends, aber wenn wir merken, kurzfristig verschlechtert sich etwas und dann passen wir die Positionierung an. Jetzt hat ja am Mittwoch ja so eine kleine Bombe eingeschlagen. Wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen. Die Kommission hat ja angekündigt, dass bis zum Jahr 2035 alle Verbrennermotoren in Deutschland vom Markt genommen werden.
Wäre das jetzt ein Moment für Plutos, dass man sagt, okay, wir schauen uns das Segment an und das ist fundamental jetzt so ein Signal, dass hier eigentlich eine komplette Branche mehr oder weniger ja, vor dem Abgrund steht. Gerade die deutsche Automobilbranche lebt ja eigentlich von den Verbrennermotoren, Diesel und, wo wir weltmarktführend sind. Wo man hier jetzt jedenfalls schon Short-Positionen aufbaut oder aus diesem Bereich rausgeht. Wie muss man sich das vorstellen, wenn solche Informationen auch von der politischen Seite jetzt kommen? Spiegelt sich das dann auch in dem Portfolio wieder? Also schlussendlich gehört es natürlich veränderte Rahmenbedingungen zu unserer Meinungsbildung dazu. Entscheidend ist für uns aber schon die Trends oder die Technik. Mhm. Und wir haben eine Phase gehabt, da haben die Automobilaktien sehr schlecht ausgesehen. Das war so vor, würde ich sagen, so 3-4 Jahren. Also da war es nicht gut, da investiert zu sein. Mhm. Wenn man sich die Entwicklung in den letzten Monaten mal anschaut, hat sich das ja deutlich verbessert bei den deutschen Automobilaktien. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Das wäre jetzt meine Antwort. Weil natürlich ist es so, dass es für die deutschen Verbrenner schwierig ist. Auf der anderen Seite holen die deutschen Automobilkonzerne echt in 7-Meilen-Stiefeln auf. Man hat halt viel Liquidität, man hat stabile Bilanzen und es wird wahnsinnig viel Geld in das Segment investiert. Und ich glaube nicht, dass es schon entschieden ist, ob Tesla der strahlende Sieger von der Geschichte sein wird oder irgendein chinesisches Unternehmen, was im E-Bereich tätig ist oder keine Ahnung, eine Volvo, die dann am Ende nur noch E-Autos bauen, die auch dem Chinesen zwischenzeitlich gehören. Also wir sind momentan nicht groß investiert im Automobilbereich, weil es aus unserer Sicht attraktivere Themen gibt. Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass man jetzt den Abgesang auf die Branche einleiten muss, weil 2035, das ist noch eine ganze Weile hin. Und A, wissen wir, dass die Politik sehr wankelmütig sein kann in verschiedenen Themen. Ja. Bis dahin kann noch eine Menge passieren. Und die Frage ist einfach, was machen denn Firmen wie Daimler, BMW und VW draus, die einfach eine super Marke sind, die Geld in der Kasse haben und die auch da viel investieren können. Ja. Audi hat bereits angekündigt, sogar bis 2025 keine Verbrennermotoren mehr herzustellen. Man fragt sich, wie das gehen soll. Also ich würde mir noch niemals von Audi ein Elektroauto kaufen. Also das ist schon sehr, sehr spannend, was hier momentan passiert. Also hätten Sie sich vorstellen können, dass es mal ein E-Porsche gibt? Ja, um mal das Beispiel zu nehmen. Also ist auch nicht meins. Also ja, natürlich. Ich meine, es ist natürlich schon so, also man kann da differenzierter Meinung sein und man muss die Themen natürlich mögen. Ich meine, manchmal fährt im wahrsten Sinne des Satzes total drauf ab. Okay. Aber ich glaube, dass es einfach so ist, also den Abgesang der Branche aufgrund der Nachricht, das würde ich nicht machen. Es gibt für uns einfach im Moment interessantere Felder. Deswegen sind wir nicht jetzt groß im Automobilsektor investiert. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das in 2-3 Jahren wieder ändern kann. Ja, ich meine, ich bin jemand, ein großer Fan von Rohstoffen, das ist ja auch bekannt. Und wenn man sich jetzt so gerade Erdöl produzierende Unternehmen anschaut oder die komplette Rohstoffbranche, die natürlich bei solchen Meldungen, wo man schon mal zusammenzuckt und sagt, Moment mal, jetzt sollen hier in Deutschland alle 60 Kilometer auf den größeren Straßen sollen jetzt Ladestationen gebaut werden und am Tagesende braucht ja gar keiner mehr irgendwie Benzin. Ja, und was mache ich da jetzt mit meinen Ölaktien, mit meinen Rohstoffaktien? Das ist ja auch eine große Frage, die ja in den letzten Jahren auch ein sehr, sehr guter Renditetreiber waren. Wie sind Sie da aufgestellt, speziell jetzt das Thema Rohstoffe? Also Rohstoffe generell ist im Moment ein interessantes Thema. Wir haben da einen ordentlichen Schub gesehen, seit letztem Jahr Herbst. Aktuell sind wir da in der Korrektur drin. Ich denke, man muss hier auch nochmal deutlich unterscheiden, von welchen Rohstoffen wir sprechen. Also nehmen wir mal ein Beispiel weg vom Öl, Kupfer. Er hat einen riesen Sprint hingelegt, wird übrigens benötigt für verschiedene Bereiche zum Thema erneuerbare Energien, E-Auto, all diese Themen. Von daher interessantes Feld. Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir in einem inflationären Umfeld leben, was im Prinzip ja auch total durch die Rohstoffe ausgelöst ist, schlicht und ergreifend. Was das Thema Öl angeht oder Ölunternehmen angeht, das ist ein bisschen die Frage halt insgesamt hier in Europa, welche Ölwerte dürfen später überhaupt in ESG-konformen Portfolios drin sein oder nicht? Wo lenkt das Anlegergelder hin? Sagen Sie gerade mal, ESG-konforme Portfolio, was für unsere Zuschauer, was bedeutet das? Also das bedeutet, dass die europäische, von Europa kommend, aus Brüssel kommt, ist es so. Die Kommission in Brüssel, genau. Hat diverse Richtlinien festgelegt für Vermögensverwalter und Fonds, wo man, ich sag mal,
nach verschiedenen Kriterien, die soziale Standards betreffen, die das Thema Klimaneutralität betreffen, entsprechende ökologische Aspekte, also entsprechende Themen anlegen muss oder soll, um einen praktischen Siegel zu bekommen. Also es wird bei Investmentfonds, wenn wir das als Beispiel nehmen, Fonds in drei Kategorien geben. Jetzt in unserem Gespräch nach Artikel 6, 8 und 9, das sind die jeweiligen Artikel, die das praktisch festlegen. Und wenn Sie mit Ihrem Fonds in Artikel 8 rein wollen und sozusagen einen Stempel, einen Siegel, wie auch immer haben wollen, dürfen Sie manche Aktien kaufen, manche nicht. Ein Wahnsinn. Es ist verrückt. Selbst, also ich will jetzt gar nicht bewerten, ob man das grundsätzlich gut oder schlecht findet, der bürokratische Aufwand ist ja blanke Wahnsinn. Ja, und es ist verpflichtend für alle Vermögensverwalter. Es ist verpflichtend, dass sie es ausweisen. Und das Dilemma ist auch gar nicht, dass das verpflichtend ist. Man im Grunde, man kann sagen, okay, man macht das. Die Regeln sind einfach nicht klar. Es ist halt wie, also in unserer Branche in den letzten Jahren sehr oft gewesen, es kommen Regeln aus Brüssel. Die werden dann nochmal interpretiert. Keiner weiß an sich genau, wie es zu handeln ist. Und es dauert dann einige Monate, Jahre, bis die Themen nachgeschärft sind. Und in der Situation sind wir jetzt. Also wir wissen, es gibt Veränderungen. Wir wissen, man muss sich einstufen lassen mit seinen Produkten. Und das kann eventuell dazu führen, dass Geld in manchen Bereichen rausgenommen wird, in andere reingegeben wird, weil der Asset Manager, der Fondsmanager das entsprechende Siegel haben möchte. Die Ölunternehmen haben zu einem großen Teil auch begonnen, darauf zu reagieren. Es gibt einige, die zwischenzeitlich auch große Investments im Bereich erneuerbare Energie machen, insbesondere hier in Europa. Bei den Amerikanern sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Generell kann man sagen, die Unternehmen sind nicht hoch bewertet, verdienen ordentlich Geld und schütten ordentliche Dividenden aus. Es werden aber wahrscheinlich nicht die Aktien sein, die einen riesen Sprint hinlegen aufgrund des genannten Rahmens. Da gibt es im Rohstoffsegment andere Bereiche, die durchaus attraktiver sind. Ja. Herr Heinrich, wenn Sie unseren Zuschauern jetzt nochmal zum Ende nochmal, Sie sind ja seit Jahrzehnten im Markt, nochmal so ein paar praktische Tipps, Empfehlungen mit auf den Weg geben für diese turbulenten Zeiten, die uns bevorstehen. Was würden Sie so einem Privatinvestor raten? Was sollte er auf keinen Fall tun? Oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da können Sie in den nächsten Jahren nichts verkehrt machen? Was geben Sie den Zuschauern noch mit auf den Weg? Also was er auf keinen Fall tun sollte, aus meiner Sicht, ist das, was in den USA passiert ist, in irgendwelchen Internetforen Aktien aufnehmen, die hochpushen und da rumzocken, das ist eine Befürchtung, die ich habe, dass man da eine Anlegergeneration auch verbrennen kann. Und ich finde es wichtig, dass gerade junge Leute sich mit dem Thema Aktie beschäftigen, weil wir haben über die Dinge gesprochen, wie man Geld anlegen kann. Es gehört auch das ganze Altersvorsorgesystem dazu, was ohne ein Investment in Produktivkapital nicht mehr funktionieren wird, aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass das eine ähnlich verheerende Geschichte ist wie der neue Markt 2000 hier in Deutschland, wo man im Prinzip auch eine Generation Anleger verbrannt hat und rausgenommen hat. Also von daher, das sollte man auf keinen Fall tun, zocken in Anführungsstrichen. Was man machen sollte, ist ein klares Risikomanagement haben für seine Position, die man eingeht. Eine entsprechende Aufteilung in verschiedenen Branchen. Ich glaube, dass man gut aufgehoben ist mit einer Grundpositionierung in Gold. Sagen wir mal, als die ultimative Währung, wenn ich es mal so nennen darf. Das andere Thema ist, wir haben viele Branchen, da ist ein Umbruch, ein Strukturbruch. Da kommt der ganze Bereich Tech im Prinzip rein. Da sind jetzt viele Unternehmen hoch bewertet. Kann man durchaus auch mal einen Rücksetzer abwarten. Aber das sind auch Unternehmen, wo man, glaube ich, in den nächsten Jahren gut aufgehoben ist. Also am Ende gilt hier, die Mischung macht es ein Stück. Und wenn man unsicher ist, sollte man sich einfach professionellen Rat suchen, wie man das in anderen Lebensbereichen auch macht. Und ich glaube, da ist unsere Branche, der unabhängigen Vermögensverwalter, ein guter Ansprechpartner. Weil ich glaube, dass wir, und da spreche ich, würde ich einfach mal für die Kollegen mitsprechen, die in ähnlichen Firmen beschäftigt sind oder ähnliche Firmen haben, mit dem Kunden im Boot gemeinsam sitzen. Also dem kann ich komplett zustimmen. Ich mache es selber auch so, dass ich einen Teil auch selber manage, aber auch immer Teile meines Portfolios bankenunabhängigen Vermögensverwaltern gehen. Und das ist ja auch das, was wir mit dieser Impulsreihe hier machen, dass wir Ihnen in regelmäßiger Folge bankenunabhängige Vermögensverwalter vorstellen. Heute war mein Gast Kai Heinrich. Vielen Dank auch für die Empfehlung. Ich habe noch einen Hinweis, und zwar ist am 7. August das nächste Alpha-Trio in Frankfurt, auch in Frankfurt. Es gibt wohl noch einige Tickets. Also sehen wir uns entweder am 7. August oder dann im Herbst, Oktober bei der nächsten World of Value. Auch die wird in den nächsten Wochen dann in den Vertrieb gehen. Ich verabschiede mich hier aus Frankfurt. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Danke, Heinrich, und bis dahin. Sehr gerne.